schonungslose Aufklärung. Das hat Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch auf einer Pressekonferenz in Wolfsburg versprochen. Gemeinsam mit dem VW-Vorstandsvorsitzenden Matthias Müller zieht er eine Zwischenbilanz in der Dieselaffäre. Rund 450 interne und externe Experten würden derzeit bei der Aufklärung der Affäre helfen. Dabei beschränkt sich die Suche nach den Verantwortlichen auf einen relativ kleinen Kreis von Verdächtigen. Wir halten es nach wie vor für wahrscheinlich, dass nur eine überschaubare Zahl von Mitarbeitern tatsächlich und aktiv zu den Manipulationen beigetragen hat. Über 1500 elektronische Datenträger von Mitarbeitern seien inzwischen zur Aufklärung des Skandals eingesammelt worden und würden auf Spuren untersucht. Pötsch erklärte, dass drei Faktoren zu der Manipulation geführt hätten: individuelles Fehlverhalten und persönliche Versäumnisse einiger Mitarbeiter, Schwachstellen in einigen Prozessen und die Toleranz von Regelverstößen in einigen Teilen des Unternehmens. Mit einer grundlegenden Neuausrichtung will VW künftig Skandale wie die Abgasaffäre verhindern. Wir tun alles, um die aktuelle Situation zu bewältigen, aber wir werden es nicht zulassen, dass uns diese Krise lähmt. Im Gegenteil, wir nutzen sie als Katalysator für den Wandel, den Volkswagen braucht. Strukturen und Denkweisen sollen verändert werden. Außerdem soll der Ausstoß von Emissionen externen und unabhängigen Überprüfungen unterzogen werden. Europas größter Autobauer hatte zugegeben, in weltweit rund 11 Millionen Dieselfahrzeugen eine Software eingebaut zu haben, die den Ausstoß von Stickoxiden im Testbetrieb als zu niedrig auswies. Die interne Aufklärung werde noch bis zum kommenden Jahr dauern. Zu seiner Hauptversammlung am 21. April plant VW einen umfassenden Bericht der externen Untersuchung.